Hallo Leute, hier ist Alicia. Ja, gestern war Update-Tag und ich habe es mir jetzt überlegt. Ich werde mir jetzt ein neues Pferd kaufen von den neuen Pferden. Sie sehen zwar aus wie die Tinker und sind ja eigentlich auch die Tinker und sind nur in einer anderen Farbe. Aber ich möchte mir trotzdem eins kaufen. Beide finde ich echt schick. Ich persönlich habe für mich jetzt entschieden, dass ich mir das rechte kaufen werde. Das dunklere oder wie manche auch sagen, das sieht aus wie ein Esel. Ich mag den Esel aber furchtbar. Ich habe mir auch schon einen Namen überlegt, damit das jetzt nicht so lange dauert. Den Text habe ich vorhin schon mal, als ich die Pferde vorgestellt habe, vorgelesen. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt nochmal machen muss oder so. Ja, die Stats sehen wir ja. 5, 1, 0, 2, 0. Spiele Level 8 und kostet nur 27 Starcoins, was ich echt gut finde für meinen Geldbeutel. Ich habe ja jetzt nicht so viel Geld. Aber ich möchte betonen, ich habe alles gespart, Leute. Ich habe nichts gekauft. Das ist alles gespartes Geld. Ich habe jetzt so lange gewartet, ne? Könnt ihr euch selber ausrechnen, wie lange ich gewartet habe. Und ich habe auch schon einen Namen für ihn. Ich hätte gerne Winter Nightmare genommen, also Winteralbtraum. Nightmare gibt es aber nicht, sondern nur Nova als Zweitnamen. Deswegen musste ich das jetzt ein bisschen umwandeln in Winter Madness, also Winterwahnsinn. Ich nehme ihn jetzt einfach so, weil ich bin erstens nicht so gut mit Namen. Zweitens kam es bei einer zufälligen Namenssuche raus. Und drittens, ich finde, er sieht sehr robust aus und die nordschwedischen Kaltblüter sind ja auch dafür bekannt, dass sie ziemlich jedem Wetter trotzen können. Und deswegen wird er jetzt Winter Madness heißen. Es ist auch ein Junge. Ich habe nur männliche Pferde. Ja, ist nur das Empfinden. Ja, Winter Madness. Glückwunsch zu deinem neuen Pferd. Dein neues Pferd wird zu deinem Heimatstall gebracht. Du kannst es in einer Box deines Stalls finden. Yay! Ich habe jetzt verdammt viele Pferde. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich ein Pferd jetzt auf die Pferdeinsel schicken soll. Jetzt steht hier nur noch ein. Viel Glück mit deinem neuen Pferd. Ja, ich hoffe mal, dass wir das haben. Mal schnell abholen hier. So. Mal schnell rausholen hier. Auf jeden Fall habe ich jetzt zu viele Pferde hier bei mir im Stall und ich habe mir jetzt schon überlegt, ob ich welche wegschicken soll auf die Pferdeinsel. Da ist er. Und ein paar Sachen runternehmen hier. So, Stormy lassen wir da jetzt einfach mal stehen. Winter Madness. Hallo, mein Hübscher. Muss ich nur noch ein passendes Outfit für ihn und mich raussuchen. Ich meine Hufeisen draufschwingen. Ja, mal gucken, was wir so im Inventar haben. Auf jeden Fall die Leute, die jetzt nur sehen wollten, wie ich das Pferd kaufe. Hier ist es. Tada! ja. Die jetzt keine Lust mehr haben, jetzt zu sehen, wie ich ein Outfit noch aussuche, dann könnt ihr ausschalten, wenn ihr wollt oder so. Ich wünsche euch dann schon mal einen wunderschönen Tag noch. Der Rest kann ja gerne mitgucken, was ich so im Schrank habe. Ich muss immer noch ein Video machen, was ich beim Sommer-Update, beim Midsommer-Dingens bekommen habe. Hatte mir schon eine gewisse Spielerin zwei oder dreimal gesagt, du wolltest noch. Ich so, ja, ich habe es zweimal verschwitzt. Ich habe es jetzt nicht verschwitzt. Ich werde es auch noch, denke ich, heute machen. Ja. Muss ich mich mal durchführen. Hier war so schwarzes Zeug. Hier hatte ich auch irgendwas. Das war weiß, das war blau. Das waren die Midsommerteile. Genau. Oh. Tja, was nehme ich denn nur? Was habe ich denn hier noch allgemein im Inventar? Das I Love Jorvik Shirt, das kann ich nicht weggeben. Reitkappe brauche ich für die Turniere. Das ist mein bester Outfit. Für Big Brother. Das ist die Reithose, die kann ich nicht wegschicken. Die ist für Wettbewerbe. Auch wenn ich sie jetzt Zeit nicht mache. Ja, das schwarze T-Shirt habe ich an. Ja, die können wir erstmal wegschmeißen, die Anfängerhufeisen. Die sind ja überflüssig. Brille kann ich ablegen. Haben wir denn hier noch Hübsches? Nur Eventteile.
Deluxe-Dressurjacke. Ich glaube, das ist von Lifetime. Sommeroutfits. Ich habe das so ungefähr alles irgendwie so ein bisschen, was so ungefähr passt mit den Farben, so versucht in die Reihen zu bringen, damit ich da nicht immer so lange suchen muss. Ich weiß, manche von euch haben einen viel ordentlicheren Schrank wie ich. Aber ja, weiß ich noch was meinen. Fangen wir mal mit der Ausrüstung an, da habe ich mir schon was überlegt gehabt. Und zwar wollte ich gerne das Morlin-Set auf ihn drauf klatschen, wenn das denn aussieht. Gleicher Backer, nee. So lala, ne? Der hier passt bestimmt richtig gut auf den anderen drauf, der Wächtersattel, den kriegt man gleich durch eine Quest. Zum Westensattel möchte ich da jetzt eigentlich nicht draufpacken. Ich hatte doch bestimmt so einen schwarzen, breiten Sattel mal. Und ist das das Weihnachtsset, okay. Das wird, glaube ich, doch komplizierter. Verdammt. Ah, da hatte ich den Sattel. Ich wusste, ich hatte doch einen schwarzen Sattel andauernd auf. Wo ist denn der auf einmal hin? Gefällt mir irgendwie alles noch nicht so ganz. So, ich belasse es jetzt erstmal bei dem Outfit. Ich denke mal, ich werde noch ein bisschen rumwandern und jetzt gucken, wo ich ein besseres Outfit für ihn herbekomme. Und ja, das war es jetzt auch auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ihr könntet mal ein bisschen durch meinen Schrank stöbern mit mir, was ich so habe und was ich nicht habe. Und auch euch wünsche ich jetzt noch einen wunderschönen Tag. Eure Licia.